ihr Lieben, da ist die Konstanze von Konstanze Stempelwelt. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch leider in der letzten Zeit etwas vernachlässigt und schon etwas länger nichts mehr von mir hören lassen. Das lag ganz einfach an der Zeit, die mir gefehlt hat und deswegen konnte ich keine Tutorials drehen. Und jetzt kommt einfach wieder ein neues Tutorial von mir und ich möchte euch heute eine neue Karte zeigen, die ich entworfen habe. Es ist ein bisschen was Herbstliches. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir noch ein bisschen schwer, mich auf den Herbst einzustellen. Ich bin ja so ein absolutes Sommerkind und liebe den Sommer und muss mich jetzt, wie gesagt, erst so ein bisschen damit anfreunden, dass es jetzt langsam ja ganz brutal herbstelt und wer weiß, wie lange es noch so schön warm draußen ist. Und deswegen schaut jetzt meine Herbstkarte immer noch ein bisschen nach Sommer aus. Aber ich glaube, das kann man auch ganz individuell gestalten. Also man kann die Farben vielleicht auch ein bisschen gedeckter halten, wenn man das möchte. Genau, also meine Karte ist heute eine etwas herbstlich angehauchte Karte. Ich arbeite hier vorrangig mit der Smooshing-Technik. Und zwar für den Hintergrund als auch für die Blätter selber. Ich möchte euch jetzt ganz kurz zeigen, was ich eigentlich so im Groben alles verwendet habe für die Karte. Ihr stempelt bei der Karte nicht besonders viel, also das meiste ist wirklich diese Smooshing-Technik, die wir dann anwenden werden, um eben diesen Farbverlauf zu erzielen und das Ganze möchte ich euch zeigen. Genau, ihr braucht natürlich vor allem erst einmal dieses Blattwerk, sage ich jetzt mal. Ich habe mein Blatt aus einem etwas älteren Thinlit-Set. Das kennt ihr vielleicht noch und zwar ist es aus der letzten Saison, das heißt Seasonal Layers Thinlits und da kommt mein Blatt her. Aber wenn ihr das nicht habt, ist es halb so schlimm, denn im aktuellen Herbst-Winter-Katalog gibt es nämlich auch ein wunderbares Set. Ich habe mir sicher gleich mal eingemerkt, damit ich das finde. Und zwar heißt es Herbstreigen bzw. Thinlits formen Blätterzauber und da habt ihr nämlich auch, ich zeige euch das mal, auch so ein wunderbares Blatt, so ein Thinlit und da könnt ihr genauso sehr gut damit arbeiten und ja, alles andere ergibt sich ja dann wie gesagt mit der Technik, aber wenn ihr das habt, geht das natürlich auch. Genau. Und an sich von den Farben her bin ich, wie gesagt, immer noch etwas im Sommer. Ich habe zum einen Ananas, Grapefruit, Limette, Blutorange, Kussrot und dann für zum Embossen von unserem Spruch hier einfach das Versamark Stempelkissen. Dann kommt natürlich etwas von diesem Goldgarn hinzu. Dann habe ich noch ein paar Pailletten. Kann man dann ganz individuell gestalten. Und natürlich dieses Embossingpulver und mein Aquamarin. Beziehungsweise mein, ich habe hier für den Hintergrund habe ich Jade verwendet, auch wenn es nicht so danach aussieht, das ist Jade. Und da muss ich ganz kurz mal gucken, wo es denn ist. Ja, hier habe ich es schon. Mein Jade-Stempelkissen ist auch eine ganz, ganz tolle Farbe, die ich unheimlich gern mag. Und ich finde, das harmoniert eigentlich ganz gut mit diesen 6 Farben. Genau. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ich stapel dann hier meine Stempel setzen mal links und rechts von mir auf, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Genau. Am Papier braucht ihr eigentlich nicht besonders viel. Ich habe hier meine Karte schon mal zurechtgeschnitten. Meine Karten haben immer die Maße von 14 x 20 cm. Ihr faltet es dann ganz normal bei 10 cm. Dann könnt ihr es ganz wunderbar hier zusammenklappen. Und dann bekommt ihr nämlich aus einem DIN A4 Bogen, 2 Karten raus und das finde ich, das macht das, also dieses Papierformat eigentlich ganz sympathisch. Genau, dann braucht ihr einen Cardstock in Seidenglanz. Den habe ich jetzt zugeschnitten auf das Maß 13,5 x 9,5 cm. Dann habe ich auch noch einen Streifen, der könnte jetzt auch noch ein bisschen dünner sein, vom Aquamarinpapier. Ebenfalls in den Maßen 13,5 und dann, ich glaube, das waren dann 2,5 cm. Ihr braucht nämlich eigentlich dann zum Schluss nur so einen schmalen Streifen, also wir kleben das dahinter. Also es könnte auch ein bisschen schmaler sein. Meine ist jetzt ein bisschen breiter, weil es zum Schneiden sympathischer war. Dann nochmal ein extra Stück Seidenglanzpapier für die Blätter, beziehungsweise die Smooshing-Technik. Und dann habe ich noch
ein Stück von diesem Vellumpapier, weil, ich weiß gar nicht, sieht man das hier? Ich habe hier noch ein Blatt mit Vellum ausgestanzt. Genau, und dann noch ein paar Accessoires, zu denen kommen wir dann aber später. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und zwar für die Smooshing-Technik braucht ihr ganz zwingend diese beiden Folien. Das sind einfach ganz normale Glassichtfolien und die einfach euch zurechtschneiden in einer Größe, mit der ihr ganz gut hantieren könnt. Dann als nächstes braucht ihr noch einen Stampin' Spritzer. Der sieht so aus, der ist bei mir schon mal mit Wasser gefüllt, auch ganz wichtig. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich sehe hier gerade, ich habe hier kein Sapperpapier. Ich weiß, ich werde sappern, also sprichwörtlich. Und deswegen lege ich mir das jetzt einfach mal unter. Das ist eigentlich mein Embossing-Papier. Ich habe es jetzt leider nicht anders da, aber das funktioniert auch. So, und dann können wir eigentlich anfangen mit der Farbe unserer Wahl. Das ist eigentlich ganz egal. Ich nehme jetzt hier einfach mal Blutorange. Ich mache das hier mal auf und tupfe einfach so ein bisschen Farbe auf meine Folie. Nehme den Stampin' Spritzer, lege mal den Cardstock auf die Seite und spritze hier einfach mal so ein bisschen Farbe drauf. Blödsinn, ein bisschen Wasser drauf. Leg mir das am besten mal hier hin, weil es alles sehr flüssig ist. Jetzt brauche ich wieder meinen Cardstock. Seidenglanz. Ganz wichtig, nehmt Seidenglanzpapier, weil hier könnt ihr die Farbe, ich nenne es immer, rumschubsen, währenddessen das auf dem ganz normalen Flüsterweißpapier nicht funktioniert. Die Farbe wird von den Poren sofort aufgesaugt und dann könnt ihr nicht mehr so viel regulieren. Und hier geht es eigentlich ganz gut. Und genau, bei der Smooshing-Technik geht es einfach darum, dass ihr hier so ein bisschen rumbatzt, um einen Farbverlauf zu erzeugen. Ihr könnt, und hier seht ihr, was ich meine mit rumschubsen. Ihr könnt die Farbe hier so ein bisschen rumschieben und dann auch so ein bisschen regulieren, wie hell oder wie dunkel ihr das Ganze haben möchtet. Und man kann dann natürlich auch, wenn man die Farbe so aufnimmt, so ein paar so Kleckse da reinarbeiten. Das ist ganz nach Belieben, könnt ihr das dann machen. Man wird jetzt diese Kleckse auf dem Blatt, das wir dann im Endeffekt ausstanzen, nicht so großartig sehen. Deswegen ist es hier auch nicht ganz so wichtig, unheimlich viel Struktur reinzubringen, sondern einfach, wir wollen, dass die Farben, die wir hier jetzt verwenden, dass die sich richtig schön ineinander vermischen, damit wir einen wunderbaren Farbverlauf hinbekommen für unsere Blätter. Jetzt habe ich hier natürlich fast ein bisschen zu viel Tinte drauf. Naja gut, ich kann das Ganze vielleicht noch ein bisschen größer machen, dehnen wir das Ganze mal nach oben aus. Dann kriegen wir auf jeden Fall ein paar Blätter drauf. So, ich möchte hier noch ein bisschen Farbe haben. Ihr seht, ich sapper hier schon rum, wie versprochen. So, wunderbar. Den Rest wische ich einfach mit ein bisschen Küchenkrepp ab, damit ich dann mit der nächsten Farbe arbeiten kann. Und hier dasselbe. Bekomme ich die Folie nicht vom Tisch. Jetzt geht's. So. Ihr könnt hier jetzt entweder so auch mit dem Küchenkrepp so ein bisschen abtupfen oder ihr trocknet das Ganze einfach mit dem Heißluftföhn ein bisschen an. Das bleibt dann euch überlassen. So, jetzt muss ich mal mir überlegen, welche Farbe ich als nächstes möchte. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen ins Orange und nehme dafür Grapefruit. Mal mache ich es ein bisschen mittiger und nicht ganz so viel Tinte, weil ich gar nicht so viel brauche. Auch wieder drauf sprühen. So, meine zweite Folie. Dann die Farbe wieder aufnehmen und dann einfach so ein bisschen ansetzen. Die Farben können, wie gesagt, gerne ineinander verlaufen, damit wir einfach zum Schluss einen ganz tollen Verlauf hier haben. In die verschiedenen Farben rein. Und dann wirkt das Ganze so ein bisschen natürlicher. Ich möchte insgesamt zwei Blätter ausstanzen. Ihr könnt natürlich auch mehr machen, wenn ihr mehr Blätter haben wollt. Mir reichen einfach zwei, weil ich noch eines aus dem Vellumpapier ausstanzen werde.
möchte nicht zu viele Blätter auf meiner Karte haben. So, und jetzt kann man hier noch, nehmen jetzt auch noch Gelb dazu. Also das wäre dann Ananas. Ups. Auch wieder einsprühen. Dann die Farbe wieder aufnehmen. Und einfach hier oben vielleicht schon mal anfangen, so die Farbe ein bisschen einzuarbeiten. Wie gesagt, den Übergang schön hinbekommt, kann ich schon mal zumachen. Ah, wenn ich das schon sehe, geht mir schon wieder das Herz auf. Ich finde, es schaut schon wieder so nach Sommer aus. So, genau, so will ich das. Okay. Können wir uns überlegen, ob wir hier oben vielleicht schon ein bisschen grün haben wollen, weil die Blätter sind ja noch nicht alle komplett rot-gelb. Manche haben ja noch ein bisschen was Grünes drin. Deswegen möchte ich noch hier einen kleinen Touch in Grün haben. Und dazu verwende ich Limette. Eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe diese Farbe. Ich finde, die ist so wunderbar frisch. So. Machen wir die Ecke hier oben komplett mal in Grün. So, jetzt ist es hier nicht ganz so viel, was ich an Farbe habe, deswegen drehe ich das einfach gerade mal um und nehme hier gerade mal das Ganze hier mit drauf. Seht, das ist dann einfach hier so ein wirklich ein toller Farbverlauf. So ein bisschen ins Grün dann hinein. Und dann können wir uns überlegen, wo wir jetzt Kurzrot noch hinmachen. Können wir vielleicht hier unten noch ein bisschen mit einbringen. Das ist eine doch etwas kräftigere Farbe. Mit der bin ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Also da ist der Kreativität ehrlich gesagt keine Grenze gesetzt. Hier könnt ihr werkeln, wie ihr das wollt. Vielleicht hier unten auch noch ein bisschen was. Dann haben wir wirklich hier alles ausgenutzt. Ich drehe einfach hier wieder um. Nehme das einfach direkt mit aufs Papier drauf. So. Wunderbar. Im nächsten Schritt werden wir das Ganze jetzt halt erstmal trocknen, weil wir wollen, die Blätter ja ausstanzen. Und damit wir sie ausstanzen können und sich das Ganze nicht so wölbt und nicht so feucht ist, werde ich das jetzt mit dem Heißluftgerät einfach mal ganz kurz antrocknen. Und wenn es trocken ist, komme ich auch gleich wieder zu euch zurück. So, und weil ich jetzt eigentlich gerade schon mitten im Smooshing-Thema drin bin, habe ich mir gedacht, wir machen auch gleich mal den Hintergrund, dann haben wir das abgeschlossen. Der Rest kann dann einfach schon mal trocknen. Ich habe zwischenzeitlich, wie versprochen, auch schon mal diesen Teil getrocknet. Ihr seht, das ist jetzt wirklich trocken, da können wir dann auch gleich ausstanzen. Aber bevor wir das machen, machen wir jetzt auch noch den Hintergrund. Der wird, wie gesagt, in der Farbe Jade gestaltet. Und hoppala. Ganz kurz schauen, da ist meine Farbe. Auch das gleiche Spielchen wie gerade eben. Wir sprühen uns auch wieder die Folie an. Und übertragen das Ganze dann mit Hilfe der anderen Folie auf das Papier. Ihr werdet sehen, es wird keine Karte wie die andere werden. Einfach, ja, aus Prinzip, das ist keine Massenproduktion.
Das ist einfach wirklich ganz individuell und einmal gelingt der Hintergrund besser, einmal schlechter, je nachdem. Was ich jetzt hier zum Beispiel ganz schön finde, wenn man ein bisschen Struktur reinbringt, das heißt, man kann dann zwischen den einzelnen Vorgängen die Farbe einfach auch schon ein bisschen antrocknen mit dem Heißluftgerät und dann bekommt man einfach auch so ein paar von diesen kleinen Farbakzenten, nenne ich es jetzt einfach mal. Das mache ich dann in meinem nächsten Schritt. Ich mache jetzt gleich nochmal hier ein bisschen Farbe drauf. Am besten, glaube ich, mal so ein bisschen an und dann wird es wirklich schön vom Hintergrund her. Einfach so ein paar so Tüpfelchen noch hat. So, ich trockne das jetzt auch ganz kurz mal an mit dem Heißluftgerät. Ich bin sofort wieder da. So, ich habe es jetzt angetrocknet. Ihr seht, ich habe hier schon ein paar so Ränder und ich möchte es noch mal ein bisschen verstärken. Wir machen jetzt noch mal einen Durchgang, sodass ich noch ein bisschen mehr Struktur habe, damit es einfach... Ja. Getrocknet. Und man sieht halt einfach so ein bisschen die Struktur, da ist es ein bisschen heller, da ist es ein bisschen dunkler. Einfach so, wie gesagt, wie man es haben möchte, kann man ganz individuell gestalten. Gut, dann können wir das jetzt mal zur Seite legen, das brauchen wir dann später nochmal. Und dann geht es auch schon ans Stanzen. Die Plättchen muss man wieder sauber machen, kann man dann zur Seite räumen. Und zwar stanzen wir natürlich mit der Big Shot. Und... da kommt es jetzt eigentlich nur darauf an, man kann das Blatt ja, also dieses Thinlet so hinlegen, wie man sich das wünscht, wie man einem das gefällt, vom Farbverlauf her. Ich glaube, ich mache jetzt hier einfach mal so ein bisschen die Fraktion Ananas, Grapefruit und Blutorange. Legen wir das mal drauf und kurbel das Ganze, ups, Entschuldigung, ein paar Mal durch. Und befreie das Ganze. Dann müssen natürlich jetzt halt, die ganzen Schnipselchen mal rausgemacht werden. So, ich habe in der Zwischenzeit einfach schon mal die Blätter für euch ausgestanzt. Und ihr seht, eigentlich ist der Farbverlauf wirklich sehr schön geworden. Ein bisschen rot, ein bisschen orange, ein bisschen gelb. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, wie das geworden ist. Die können wir jetzt auch noch mal zur Seite legen. Was wir jetzt noch machen, wir müssen uns den Spruch noch aufstempeln und in weiß embossen. Dazu brauchen wir auf jeden Fall dieses Versamark-Stempelkissen. Zum anderen brauchen wir Embossingpulver. Und ich habe mir jetzt einen Spruch rausgesucht, der ist auch aus einem Stempelset. Ich glaube, das gab es im Frühjahr. Perfekter Geburtstag heißt der. Und ich habe mir ausgesucht, alle guten Wünsche. Das kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Zum Embossen, ihr kennt es ja, einfach mit dem Embossing Buddy ein bisschen drüber streichen, um zu verhindern, dass diese Versamark Stempeltinte an den Stellen kleben bleibt, wo ihr sie nicht haben möchtet und somit dann auch von diesem Embossing Pulver dann gut eintunken, den Stempel ins Stempelkissen und da aufstempeln, wo ihr ihn haben wollt. Jetzt ist es natürlich so, in meiner anderen Karte ist der Hintergrund sehr hell geworden, kann man es vielleicht nicht ganz so gut lesen. Hier wird es ein bisschen besser gehen, weil der Hintergrund ein bisschen dunkler ist. Und jetzt nehme ich hier mein Papier, das ich eigentlich auch für diesen Zweck verwenden wollte und vorhin etwas zweckentfremdet habe. Legen wir das unter, schütte ein bisschen was von diesem Embossing-Pulver drüber. Das bleibt dann hier haften, wo ich gerade eben aufgestempelt habe. Den Rest gebe ich zurück in dieses kleine Döschen. Dafür ist das Papier gedacht und erhitzt das Ganze mit dem Heißluftföhn, damit das Ganze schön verschmilzt und dann sehen wir auch gleich uns wieder. So, ich habe den Spruch mittlerweile embossed, schön verschmolzen, man kann es auch ganz gut lesen.
Jetzt können wir eigentlich mit dem Zusammenbauen der Karte beginnen. Und zwar fangen wir an. Wir kleben uns diesen Streifen Aquamarin einfach mal hier an der Seite hin. Dazu einfach ein bisschen doppelseitiges Klebeband verwenden. Aufgrund dessen, weil ich die Karte ja hier mit der Smooshing-Technik bearbeitet habe. Und dann biegt sich das Ganze immer so ein bisschen. Und deswegen ist es nicht ganz so praktisch, wenn man dann mit dem Tombow-Kleber arbeitet. Und ich verwende hier dann eben sehr gerne doppelseitiges Klebeband, weil das dann ganz gut hält und das Ganze dann auch ganz gut auf dem Untergrund auf der richtigen Karte dann befestigt werden kann. So, wie gesagt, ich mache jetzt zwei Bahnen drauf, weil ich nur einen kleinen Streifen von dem aquamarinblauen Cardstock hervorlugen lassen möchte. Und dann lege ich mir das jetzt gerade mal hier so hin und schau, dass ich jetzt das hier richtig ansetze. Ihr kennt, das ist immer so ein bisschen tricky, wenn man mit doppelseitigem Klebeband arbeitet. Muss aufpassen, denn wenn es dann mal klebt, dann klebt es einfach und dann kann man nichts mehr verschieben und nichts mehr verrücken. Ich hoffe, mein Augenmaß passt einigermaßen, aber ich glaube, das schaut ganz gut aus. So, jetzt müssen wir es ein bisschen zurechtbiegen, aber ich glaube, es ist einigermaßen gerade. Was wir jetzt auch schon mal machen können, wir können uns das Ganze jetzt schon mal auf unserer Karte an sich befestigen. Ich arbeite auch hier noch mal gern mit doppelseitigem Klebeband, einfach aus dem vorgenannten Grund. Aber wer meine Tutorials kennt, der weiß, doppelseitiges Klebeband ist bei mir eigentlich ein Stammgast. Ich liebe es, mit doppelseitigem Klebeband zu arbeiten. Das ist mein bester Freund. Tombow-Kleber ist super, keine Frage. Aber manchmal braucht man einfach doppelseitiges. So. Okay, abziehen. Ich habe hier immer neben mir gleich einen Mülleimer stehen. Dann kann man die Reste gleich mal beseitigen. Dann schaut es immer ein bisschen ordentlicher aus. Zumindest wenn ich mit euch bastel. Aber wer kennt das nicht? So, auch hier müssen wir jetzt wieder schauen, dass wir die Karte einigermaßen gerade aufkleben. Mir gelingt es, oh, ich klebe hier oben schon, nicht immer ganz so gut, muss ich gestehen. So, jetzt haben wir gerade Glück gehabt. Ihr habt das bestimmt gehört. Ich bin fast schon festgeklebt, aber es sieht noch ganz gut aus. Ich biege das jetzt hier gerade mal so ein bisschen zurecht, damit das einigermaßen gerade ist. Ja, es geht. Okay, nun geht es daran, dass wir uns die Blätter einfach mal hier schön arrangieren. Da kann man sich natürlich überlegen, wie man das machen möchte und wo welches Blatt hin soll. Ich glaube, ich möchte das kräftige oben haben und das bisschen zartere weiter unten. Auch hier nehme ich jetzt doppelseitiges Klebeband. Ja, ganz derb eigentlich. Ihr könnt natürlich auch mit dem Präzisionskleber arbeiten, aber ich verspreche euch, man wird es später nicht mehr sehen. Und dann klebt es einfach wunderbar. Und man muss das nicht so rumspielen. So, gern kann man die Spitzen so ein bisschen aufrichten. Das schaut so ein bisschen lockerer aus. Ich nehme das Vellumpapier in die Mitte. Das ist dann einfach so ein zarter Touch. Nenne ich das jetzt mal. So, auch so ein bisschen aufrichten. Was ich jetzt dazwischen noch einschiebe, und zwar habe ich bei meiner anderen Karte auch so ein Stück mit diesem Goldgarn und dann habe ich noch ein paar Pailletten, die sind auch schon etwas älter, glaube ich, aber das ist wie gesagt alles immer Geschmackssache. Okay, jetzt kommt die Probe. Meistens mache ich es immer falsch auf, sodass mir dann alles rausfällt, aber ich habe es gerade noch geschafft. Und ich nehme jetzt gerade ein paar von diesen kleinen blauen Pailletten raus. Und da komme ich auch schon zu meinem neuen Lieblingstool. Kennt ihr das? Kennt ihr diesen Aufhebhelfer? Aufhebgehilfe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist ein neues Tool. Und ich finde es super praktisch, weil wer kennt es nicht, wenn man Pailletten hat und man möchte sie aus so einer kleinen Dose rausnehmen. Und dann bekommt man alles, aber nicht die Farbe, die man haben möchte. Ja, und dann steht man da, wie befestige ich das? Und es ist super praktisch. Da gibt es da vorne nämlich so eine kleine Klebepaste. Und dann piekst man sich das einfach hier mal raus. Und ihr seht, es passt hier wunderbar. Und
Ich schneide mir einfach ein Stückchen von diesem Goldgarn ab und kann hier, weil es auf meiner Aufnehmhilfe klebt oder gerade noch geklebt hat. Ui, ich habe noch keine Brille, aber selbst da muss ich jetzt ein bisschen rumziehen, das wunderbar durchfädeln und dann die Paillette einfach mit so einem kleinen Knoten befestigen, damit die nicht weiter rutscht. Das Ganze mache ich jetzt nochmal so zwei, dreimal oder viermal, je nach Belieben, nehme ich mir ein paar Pailletten raus. Man kann das natürlich auch bunt machen. Ich wollte jetzt einfach ein bisschen dezenter haben in Blau. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Hops. Das ist immer dieser Vorführeffekt. Im anderen Part hat es ein bisschen besser geklappt. Ihr könnt natürlich das Garn einfach auch so drapieren. Ihr müsst es nicht machen, aber ich fand das eigentlich ganz nett. Das war ein bisschen Abwechslung mit so einem Paillettenarbeiten. Und die kann man dann einfach so ein bisschen hervorlugen lassen. So, nochmal. Muss ich wieder ein bisschen weiter vorn zur Spitze von dem Garn. So, jetzt schauen wir mal. Ja. Das tut es schon, würde ich sagen. Also man kann, wie gesagt, unterschiedlich viele machen, je nach Belieben. Und ich befestige das Ganze jetzt halt mit diesen Glue-Dots. Die könnt ihr entweder mit dem Paper-Piercer, mit der Schere oder da gibt es auch noch so einen spitzen Aufsatz von dieser Aufhebhilfe, kann man es auch aufnehmen. Ich habe jetzt hier gerade die Schere zur Hand und ich befestige jetzt dieses Goldgarn einfach so ein bisschen rundherum. Und lasse dann da die Pailletten drauf. Ich finde, das schaut dann schön zart aus. Also mir gefällt das eigentlich ganz gut. Hier oben kann man es ja eigentlich auch schon befestigen. Also ein bisschen hochnehmen. So, und dann kommt natürlich noch das letzte Papier, das letzte Blatt. So. Und das können wir uns jetzt einfach noch da so drüber setzen und dann läuft nämlich hier auch nochmal so dieses Garn da drüber. Das glaube ich schaut dann ganz schön aus. So, mache ich jetzt ein bisschen kleineren Streifen, damit man den tatsächlich nicht sieht. So, einfach ein bisschen hochheben und dann so platzieren, wie es einem gefällt. Und damit man den Stempel da unten auch noch lesen kann. Und dann kann man natürlich auch noch hier dieses Goldgarn so ein bisschen unten drunter vielleicht schieben. Ich nehme da auch noch einen Glue Dot. So, ein bisschen ankleben, ein bisschen andrücken. Enden vielleicht abschneiden, damit das nicht so raus steht. Und den können wir vielleicht da auch noch gerade mit zum anderen Glue da drunter schieben. So, gut. Jetzt sind wir auch schon fast fertig. Ich habe eigentlich irgendwo, wo habe ich es denn versteckt, diese Exposit-Akzente gehabt. Ich hatte sie einmal. Die hätte ich gerne da drauf gesetzt. Sie sind verschwunden. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Ich sehe sie auch gerade nicht. Auf jeden Fall, man kann diese vielleicht dann noch draufsetzen. Ihr seht es bei meiner anderen Karte. Ich habe dann noch diese durchsichtigen Akzente draufgesetzt. Ich finde es eigentlich noch ganz schön. Ja, das ist jetzt typisch Konstanze. Das ist typisch Vorführeffekt. Ja, sie haben sich gerade in Luft aufgelöst. Kann ich jetzt leider nichts machen, aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann hier noch kleine, so durchsichtige Tröpfchen draufsetzen. Ich finde, das schaut dann auch noch ganz nett aus. Und ansonsten wäre die Karte jetzt auch schon fertig. Ich finde, es schaut einfach schön aus, sehr edel. Und es ist halt einfach mal eine andere Geburtstagskarte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wünsche euch schon ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.